Woher kennst du eigentlich die Möbelmacher? Die Möbelmacher, die habe ich übers Internet dann gefunden. Weil wir haben doch nach einer neuen Küche gesucht und überall geschaut. Und letztendlich sind wir auch mal nach Aschbruck zu den Möbelmacher gefahren und haben uns da die Küche angeschaut. Was gefällt dir am besten an der Küche? Oh, voll viel. Das beste Gerät ist natürlich der Drucki. Da kann man ja so toll, so schnell das Essen machen. Ne? Das magst du ja auch immer so. Und am Teepan, da kochen wir immer zusammen. Meistens machen wir ja am Teepan Kartoffelchips. Aber jetzt haben wir doch schon viele andere Sachen auch ausprobiert. Wir machen auch Pfannkuchen. Ja, die magst du immer am liebsten. Ne? Da sitzen aber deine ganzen Freunde mit da und schauen sich das mit an, wie dünn die werden und sagen, oh, das ist Esspapier. Und dann mögen sogar die Mädchen, die keinen Pfannkuchen mögen, plötzlich den Pfannkuchen, ja. Da sind dann die Mütter gleich mal ganz erstaunt, wenn die das daheim erzählen. Ja, aber hier sitzen immer die Kinder, alle drei, vier, und wollen gekocht werden. Ja, letztendlich, das Holz ist eigentlich mega geil. Die Maserung, das ganze Leben in dem Holz. Und letztendlich die Funktionalität von der Küche, die, ja, hätte man nie so gedacht. Ne? Und jetzt sitzen wir hier an unserer schönen Platte und können immer so schön Zeit miteinander verbringen. Ja, Benjamin, was gefällt dir denn an unserer neuen Küche so besonders? Der Kühlschrank. Der Kühlschrank? Und der Druckanfahrer. Und der Druckanfahrer. Na, kein Wunder, ne? Da kommt ja ständig dein Essen raus, ne? Und das Teepan, dann das Waschbecken, die Schränke, alles. Alles? Ja, es ist auch wirklich alles cool. Auch das schwarze, der schwarze Stein mit dem Holz und den Griffen passt auch gut, ne? Ist richtig cool geworden. 3, 2, 1. Ja! Also man sieht, die Küche macht richtig Spaß.